Wir sind in einer Krise. Nach den Unterstützungen während Corona gibt es wieder mehr Insolvenzen. Bestsellerautor Florian Homm. Seid innovativ, seid schnell auf den Füßen. Das Handelsblatt titelt Wachstumspolitik tut Not. Woher kommen Innovationen? Wenn Sie schon einige Videos auf diesem Kanal gesehen haben, dann kennen Sie eine Antwort. Die Beschäftigten können Innovationen entwickeln. Die ganz normalen Mitarbeiter, die die Produkte herstellen, die Dienstleistungen erbringen. Die verwalten, die einkaufen und die verkaufen. Ein wunderbares Mittel dazu ist das Ideenmanagement. Aber das ist nur eine von zwei Antworten. Die andere Antwort ist, das Management muss Innovationen einbringen. Dazu hat Andrew Grove, der langjährige Chef von Intel, ein Modell entwickelt. Wir haben also Innovationen von der Basis. Das kann klassisches Ideenmanagement sein. Und wir haben Innovationen durch das Top-Management. Nun ja, oder eben nicht. Betriebswirte nehmen gern eine Vier-Felder-Matrix, also bekommen wir vier Arten von Unternehmen. Beginnen wir mit den armen Hunden. Links unten kümmern sich die Mitarbeiter nicht um Innovationen und die Führungskräfte auch nicht. Ich möchte keine Klischees verbreiten, aber ich höre immer wieder, dass einige öffentliche Verwaltungen in diesen Bereich fallen. Um fair zu sein, ich höre immer wieder von Mitarbeitern öffentlicher Verwaltungen, dass sie doch viel lieber innovativer wären und von Führungskräften, dass auch sie lieber innovativer wären. Aber es scheint selten zu sein, dass sich innovative Mitarbeiter und innovative Führungskräfte in der öffentlichen Verwaltung zusammenfinden. Dann gibt es die Unternehmer alter Schule. Henry Ford mochte keine Arbeiter, die Selbstverbesserungsvorschläge entwickelten. Nach der Lektüre der Biografien von Steve Jobs und Elon Musk habe ich den Eindruck, dass auch dort Innovationen eher von oben kommen. Umgekehrt finden sich Unternehmen, in denen Mitarbeiter sehen, was sich ändern muss, in denen die Mitarbeiter innovativ sind. Aber das Top-Management? Der Management-Guru Peter Drucker berichtet über einen Reim aus einem solchen Unternehmen. Along this tree, from root to crown, ideas flow up and vetoes down. Es gibt Unternehmen, in denen die Mitarbeiter sehnlichst auf den Abgang des aktuellen Top-Managements warten, um dann das Unternehmen auf den Kopf zu stellen. Konkret, wo der alte geschäftsführende Gründungsgesellschafter jede Innovation im Weg steht, das Unternehmen absteigt und niemand etwas dagegen tun kann. Und dann haben wir noch die Toyota-Klasse. Dort treiben Mitarbeiter und Topmanagement die Innovationen. Mehr noch, das Topmanagement fördert Innovationen der Mitarbeiter, das Topmanagement qualifiziert Mitarbeiter. Ja, ich weiß, Toyota ist für den Kaizen berühmt. Kaizen wird dann mit kontinuierlicher Verbesserungsprozess übersetzt und irgendwie entsteht der Eindruck, das sind die vielen kleinen Verbesserungen der Arbeiter. Aber selbstverständlich erwartet Toyota auch von Führungskräften und vom Topmanagement Kaizen. Und auf diesen Hierarchieebenen sind das bitte keine kleinen Verbesserungen. Ein weiteres Unternehmen in dieser Kategorie war Intel, also die Firma, die Andrew Grove jahrzehntelang geleitet hat. Andrew Grove hat auch diese Vier-Felder-Matrix, dieses Innovationsmodell entwickelt und in seinem Buch Nur die Paranoiden überleben veröffentlicht. Okay, zurück zum Anfang. Seid innovativ, seid schnell auf den Füßen. Wo kommen Innovationen her? Vom Top-Management und von den normalen Beschäftigten. Top-down und bottom-up. Wenn Sie in einem solchen Unternehmen arbeiten, herzlichen Glückwunsch, Sie haben beste Chancen. Wenn Sie nicht in einem Unternehmen der Toyota- und Intel-Klasse arbeiten, das hängt davon ab, welchen Einfluss Sie dort haben. Wenn Sie selbst dort das Top-Management sind, dann ändern Sie etwas, dann bauen Sie ein Innovationssystem in Ihrem Unternehmen, das Innovationen von allen Seiten generiert. Sie erinnern sich. Und dafür brauchen wir Innovationen. Wenn Sie einfacher Mitarbeiter sind, wenn Sie kein Innovationssystem aufbauen können, dann sollten Sie sich ernsthaft überlegen, den Arbeitgeber zu wechseln. Der Arbeitsmarkt ist so günstig wie selten. Ich fürchte, Andrew Grove hat recht. Nur die Paranoiden überleben. Und Sie wollen doch überleben, wollen hoffentlich richtig gut überleben. Weitere Videos zum richtig guten Überleben bei der Arbeit finden Sie immer wieder auf diesem Kanal. Zwei Videos verlinke ich hier und freue mich, Sie dort wiederzusehen. Bis dahin.